Also das erste Defizit, al-kalamu fima la ya'ni, über Dinge zu sprechen, die nicht von deinem Interesse sind. Das ist das Defizit Nummer 1. Über Dinge zu sprechen, die nicht von deinem Interesse sind, die dich nichts angehen. Was heißt das, dass mich etwas nichts angeht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, auch in dem bekannten Hadith, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Zur Vollkommenheit des Islams eines Menschen, eines Mannes, gehört es, dass er sich nicht um Dinge kümmert, die ihn nichts angehen. Was heißt das, dass mich etwas nichts angeht? Man kann ja, das ist nicht so ganz verständlich. Die Ahlul Ilm sagen, das bedeutet, dass man sich um Dinge kümmert oder Dinge verfolgt oder über Dinge spricht, die dir weder in deinem Diesseits von Nutzen sind, die nicht produktiv sind für dich in deinem Diesseits, noch im Jenseits. Also belanglos auf weltlicher Ebene und belanglos auf Ebenen der Akhira. Und das ist das meiste Gesprächsthema der Menschen, Belanglosigkeiten.